Gut, weiter geht's dann. Schauen wir mal. Letztes Mal gerade hier das Host geschenkt bekommen. Das könnte im Real Life auch gern mal passieren. Wird eher nicht passieren. So, da ist ein XP-Board. Da muss ich aber keine Route für finden. Was machen wir denn? Hier so ein Oasis Cross Country. Das klingt doch schön. Und auf geht's. Wir kommen sogar an zwei XP-Schildern vorbei, relativ direkt. Hier ist das erste. Sorry. Oh, das ist mal eine coole Statue, oder? Sonstiges artistisches Werk. So, wo ist hier der zweite XP-Dinger? Ah, da steht er. Ups, falsche Abzweigung. Jetzt war ich so auf dieses Fast-Travel-Schild noch fokussiert. Ah, das ist da unter der Brücke wahrscheinlich. Wir fahren jetzt einfach zum nächsten Rennen in unserem schönen BMW. Schön auf der linken Spur, wie sich's gehört. Auch wenn es eigentlich die Spur des Gegenverkehrs ist. Leichte Abkürzung über den Berg. Können die Aussicht hier genießen. Dann würde ich sagen, machen wir das Rennen und dann schauen wir mal, dass wir dieses Horizon Festival erweitern. Die Meldung steht nämlich oben links und die würde ich ganz gern wegbekommen. So, bremsen. Cross Country, okay, das sieht nach bisschen Dreck auf der Strecke aus. Dirt Racing. Ah, nehmen wir mal diesen Ford Bronco. Der sieht doch auch hübsch aus. Als wäre er für die Strecke geschaffen. Schauen wir mal, ob er sich tatsächlich so gut fährt. Auf der Strecke. Boah, können starten. Der rutscht aber ganz schön. Damit hatte ich gerade nicht gerechnet, dass er mir so weggeht. Ich habe das Gefühl, ich brauche mehr Leistung in dem Teil. Na? So, diesmal keine Runden, sondern wie ich gerade sehe, einfach eine Strecke, die man entlang rast. Da haben wir ja noch 70%, um die ersten zwei jetzt irgendwie einzuholen. Ich glaube, das kriegt man hin. Ich hoffe, das Auto hat gute Fehler. Komm schon, komm schon, komm schon. Okay, und noch einer. Mit bisschen Glück kriegt man ihn nach dem Sprung. Ja, er geht früh runter. Wäre mal ja fast auf dem gelandet. Der klebt aber richtig hinten dran. Weiß nicht, warum mir das Auto initial so weggerutscht ist. Jetzt händelt er sich eigentlich schon relativ gut. Anfang war ein bisschen weird, aber jetzt keine Probleme. So, da ist schon das Ziel. Und dann haben wir das trotz Expertenlevels doch ganz entspannt eigentlich gewonnen.
Ich fürchte, wenn das so weitergeht, muss ich noch mal eine Stufe hoch. Okay, gewonnen. Was haben wir? Was kriegt man dafür, dass wir hier gewonnen haben? Okay, paar XP-Punkte und Level 6 anscheinend. Und ein Wheelspin. Sehr schön. Haben schon was Gutes. 70 Top. Ja, besser als die zwei Autos oben und unten. Haben wir ja schon richtig viel Asche auf dem Konto. Sieht man das irgendwo? Nee, ich will nicht akzeptieren. Ja, da oben. 255.000, alles klar. So, was wollen wir? Was wollte ich machen? Genau hier dieses Tulum Expedition, damit die Meldung weggeht. Schalt man die mal frei. Ist ja praktisch. Kann man gleich das Fast Travel Ding hier mitnehmen. So, wo ist der Zielpunkt? Ich sehe ihn gerade nicht. Das Navi sehe ich, aber ich fahre so gern Luftlinie. Das sieht aus nach der generell richtigen Richtung. Das ist ein XP-Board, das kann nie falsch sein. Achso. Das ist da auf dem Dach. Ah, da müssen wir hier aber über den Berg springen und das richtig. Ich glaube, das macht man jetzt nicht. Vielleicht erledige ich das Schild ja aus Versehen mal in einem glücklichen Zufall. Ach, da ist der Wegpunkt. Ist da ein Fluss dazwischen oder warum soll ich so einen Umweg gehen? Nö, nicht wirklich. Also. Sprit muss schon gespart werden, dann nehmen wir nicht die lange Route. Wir müssen ja hier ein bisschen auf die Umwelt achten. Reichen. Hab das Gefühl, sonst wäre der Ford Bronco hier ein bisschen überfordert. Ja, ist doch eine schöne Strecke. Wieso wird das denn länger zum Ziel gucken? Okay. Wegen den Routen wahrscheinlich diese berechnen. Jetzt scheint es zu passen. Und 3 Kilometer ist eher das, was ich jetzt erwartet habe. Nicht unbedingt wie vorher, dass es dauernd drauf geht. Gut, springt wild umher. Was will man machen? Wir fahren weiter geradeaus. Ankommen wir mal bestimmt. Gegen die ganz dicken Bäume fahren. Ich mag das Auto nicht. Na also, das sieht man schon auf der Minimap, wo es ist. Ab durchs Maisfeld. Und da sind wir auch schon. Storm Brewing. Na, dann schauen wir mal, wo der Boot. Ist das jetzt Zufall, dass ich den Bronco fahre, oder habe ich einfach das Auto genommen, mit dem ich da angekommen bin? Ist egal. Die Wettereffekte sehen schon echt cool aus. Ja,
gefällt mir auch so Regen- und Sturmwetter. Schon immer gemocht. Welcome to Teotihuacan. We are slightly too late for this festival, I'm afraid. The name means Place of the Roads of the Gods. Da ist er ja. Going left here. Looks like we've got the Storm God's attention. Rami, are you sure we should be heading into this storm? A bit of rain is nothing to fear, my friend. The Maya know that too well. It is said that Jack strikes lightning at the clouds and rain will fall. And you're doing okay up there? Don't worry! I am still in complete control! Actually, I am not in complete control! You know what? Let's not fly directly into that storm. Or I shall grab a rider and put it down in the jungle! Phew! Safe touchdown! Ja, das war eine schnelle Landung. Are you okay? Never better! Any landing you walk away from is a good one. I'm down next to some kind of flooded temple. Ah, da hinten sieht man noch die Spur. No one's been here in a while. Look, even the excavations are abandoned. An expedition to a lost city. Rediscovered by you, Ramiro Ruiz Miron, and the Horizon Festival. Hey Rami, I think I'm gonna take a look around. Find somewhere to put the beacon. Do not let me interrupt your Mesoamerican history lesson, my friend. You can come and get me when you're ready. Na gut, was haben wir zu tun? Wahrscheinlich rumfahren und mal schauen, was so aufploppt. Das ist, glaube ich, eine valide Strategie. This has been here for thousands of years. Ja, da ist ein Sternchen. I think I found just the place for that radio beacon. Na gut. Auf dem Holzgerümpel, gut. Dann platzieren wir mal den Schinken, den Bacon. Ja, das sieht relativ professionell aus, was ich da gemacht habe. So, das ist hier im Busch. Okay. Das ist relativ selbsterklärend. So, wir resetten mal. Also nicht den Cosmetic Damage. Ich habe irgendeinen Effekt ausgewählt. Der gefällt mir nicht. Darksider Abstract. Habt ihr normal? Normales Preset? Natürliches Preset, meinetwegen. Ah, ich kann es zum Default resetten. Das mache ich gleich mal. Gut, Default. Muss ich wieder beenden, weil ich nicht weiß, wie ich da rauskomme. Nee, jetzt kann man das Foto machen. Ah, das sieht doch schon besser aus, nicht ganz so entsättigt. Wo ziehen wir hin? Das schöne Auto muss ja mit drauf. Das ist ja das Wichtige in dem Spiel. Jetzt die Frage, ob das hier zählt. Aha. Doch nicht so eine gute Erkennung. Das ist doch ein super Foto von der Statue. Am besten noch so einen Finger über die Kamera legen. Dann wird zumindest aussehen wie die Fotos, die ich sonst mache. So. Da kann man hochfahren. Das sollte man dann auch mal tun. Ah, XP-Board. Und anscheinend ist das hier noch so ein... War das der Sternchen? Das Sternchen war hier oben. Okay, das war der höchste Punkt. Da ist noch was aufgeploppt. Was ist denn das? Noch so eine Statue. Das wird dann die Jade-Statue sein. Leicht dagegen gefahren. Okay, so sieht man die gar nicht. Ja, die Lichtverhältnisse sind doch ein bisschen komisch.
Wir müssen uns ja auch selbst inszenieren. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass das hier so wirklich zielt. Ah, doch, okay. Naja, sie ist auf dem Bild. Kann man nicht meckern. Mensch, bin ich gut im Bilder aufnehmen. So, dann war noch eins offen. Achso, wir müssen nur schauen, wo er gelandet ist. Hier ist ein XP-Board. Das ist im Moment wichtiger. Und irgendwo war noch ein Fast-Travel-Ding. Okay. Wahrscheinlich dann. Dann war es über uns. Dann ignorieren wir es jetzt mal. Get my cars! I think I just saw a barn out there. We'll check it out later. There's the plane. Aber hier ist ein XP-Bar. Ne? Okay. Sieht so aus, als wäre das draußen oder oben. Da ist er ja. There you are. Right. Let's push onto the coast. The storms can be bad, but the ancient peoples of this region knew the value of the rain. Oh! Okay, jetzt sind wir beide tot. War aber ein kurzes Spiel. Are you alright? I am fine. I don't plan on being discovered here by the next archaeological expedition, do you, my friend? Anscheinend nicht tot. This place is definitely nicer without us. Let's get moving. Some of the roads might be blocked. I'll navigate. It looks like there's one way to the coast. Through the heart of the storm. You can handle this, my friend. I trust you. Do your worst. Ja, der Sturm ist ja, wie schon initial kritisiert, nur optisch. Ich merke nichts am Auto. Höchstens halt den Regen. Das können sie. War doch eine schöne Rechtskurve, oder? Ich bin zufrieden. Das ist die richtige Einstellung. Das Auto will nicht schneller. Mehr als den rechten Trigger durchdrücken kann ich leider nicht. The clouds are breaking. Keep pushing. Was meinst du, was ich hier tue? We're through the worst of it now. Tulum is just around the corner. Welcome to beautiful Tulum. We made it. No thanks to the weather. You're right. But these beaches look beautiful now. Ich sehe noch kein Beach. Ja, da fängt er an. Na, vielleicht sehen wir ihn jetzt nochmal von oben. Da hinten können wir ihn erahnen. You know, I think this will be the perfect spot. I think you're right, my friend. Da haben wir aber viele Accolades eingesammelt. Ja, wunderbar. Ein Wanderer. Und irgendwelche Sprechblasen. Können wir mit unseren Mitmenschen hier auf dem Server kommunizieren? Sehr schön. You made it! No thanks to Ramiro, no? Hui, sind die schnell im Aufbauen. Grad war es doch noch nicht da. Welcome to Horizon Apex. Ready for my road racing program? Das klingt doch gut. Glaub, Road Racing, wenn es nicht gerade in der Stadt ist. This is what I've been waiting for, my friend. Now I get to see what you can really do. Das klingt gut. Road Racing wird dann das da sein, oder?
Achso, das ist nur dieser Dragstrip. Ja, das ist nicht viel. Da ist neues Casa. Oh, das ist auch kostenlos. Irgendeinem DLC, den ich habe, sei Dank. Das ist auch kostenlos. Das ist ja cool. So, orientiert habe ich mich. Wir sind irgendwo hier. Ach, was soll's. Machen wir mal das Drag Race. Also, wir sind weiter rechts. Hey, Slipstream. Hearing your name a lot lately. Whatever you've been doing, keep at it. We've got big plans ahead. Hey, Slipstream. That is a Horizon Mexico Festival Outpost. Shall we build some more? Turn around when it is safe to do so. Das hier war das nächste. Machen wir mal dieses Donut Media Ding, zumindest das erste davon. Mal schauen, was das ist. Okay. Für 3 Sterne im Kopf zu halten, 1:52. Das kriegt man hin, egal was es ist. To Mexico. Technically, I brought high car because I thought someone else could break it for a change. And I brought low car because it's the only one in our parking lot that's running right now. Then I brought Zach Job because he's my super cool and handy road trip buddy. Also, I'm the professional and better driver than James. I came to check out the Horizon car scene. I've been trying to get to the Horizon Festival forever. I came because I was hungry. Wait, if we're all here, who's watching the shop? My dog's got it. Sure, it'll be fine. So, jetzt habe ich endlich wieder Steuer. Nachdem wir den schönen Dialog gehört haben. I do? Na, willst mich doch nicht überholen hier. So, 1:52 Zeit läuft schon. Car, right? What's better, cheap and charming or top of the line? What if there was a third option? Some kind of middle car. The Kaum gestreift die Wand. I think I see where you're going with this. Na. Nicht überholen. Ich bin der Star. Ich fahr vorne. Dankeschön. But right now, Team High are headed north and Team Low are headed south. So, gotta pick one. Pick Team Low. High Team, for reals. Können wir abkürzen? Ich denke mal. Irgendwie müssen wir es ja schaffen. Also wir haben noch 50 Sekunden. Nee, nicht mal. 30 Sekunden. Hätten wir uns an die Straße gehalten, wäre das aber nie was geworden. Aber das sieht gut aus, wenn ich nicht irgendwie den ich auf den Stein noch treffe. Aha. Way to handle the fair lady. You're gonna fit right in on low team. High team. Low team. Definitiv low team. Keine Ahnung, was das ist, aber die 3 Sterne waren mehr als verdient. Oh, Achievement. Das habe ich wohl noch nie ausprobiert. Das kam mir auch ein bisschen unbekannt vor. Hallo, Anna, your automated natural navigation assistant. I can help you explore Mexico and find fun things to do. I've been upgraded with the new Forza Link module. Okay. Ja, ich drück den Knopf. Ja. Hallo. Den Controller ist auch noch an. Drück mal. Wer willst du von mir? Ich drück den Knopf. Soll ich ihn gedrückt halten? Nö, anscheinend nicht. Forza Link tracks the status of you and the people you meet online and suggests ways for you to link up and play together.
All right, my friend. The time has come. Choose wisely. Do you want to ride in high car or low car? Every time you see this light up, it's suggesting a new way for you to link up with other drivers. Turn around when it is safe to do so. Okay, wunderbar. Dann mach mal... Was ist denn dieses High und Low Car? Ja, dann mach mal nochmal Low Car. Keine Ahnung. Ist in der Nähe. Vielleicht kriegt man was Schönes dafür. See this right here? This is a real car connoisseur. Pick and low team. Or maybe you're just cheap. That's cool though. No judgments. Oh, schön tiefer gelegt. Eventuell. Vielleicht ist das auch Serie. There's nothing cheap about it. I mean, I like to get value for my money. Nothing wrong with that. Das sieht wieder so aus, als ob ich da Luftlinie fahren sollte. Das Auto fährt sich auf jeden Fall gut, hört sich gut an. Ist ein Fluss dazwischen. Nö, dann kommen wir auch hin. Wollen ja die drei Sterne. Wie in GTA, wenn man so fährt. So, gegen keinen Baum krachen. Der Zug. Ich dachte, das wäre tiefer, das wäre problematisch. Ja, die Lackierung gefällt mir nicht so, nicht so gut, aber das Auto ist ganz cool. Schauen wir mal, dass wir jetzt die Kurve kriegen. Schön durch. Nein. Ach, verdammt. Ich glaube, das reicht trotzdem noch. Wir haben noch eine Minute. Dafür brauche ich nicht rewinden. Ach, den Rewind wollte ich ja auch ausstellen. Mach mal beim nächsten richtigen Rennen. Komm schon, Gas. Gib Stoff. So. Irgendwo hier ist die Straße, da unten. Ja, fährt sich gut im Gelände, das tiefer gelegte Auto, so wie es sein soll. No one probably wishes you were there on track day. Okay. Ich hab's genagelt, dankeschön. Um das mal wörtlich zu übersetzen. Where are Nolan and Justin anyway? Hey Slipstream, that's it. It's time for an adventure. Here's the thing, it's not all about expansion. We also want to build our existing outposts with bigger race programs and more events. Expeditions into the unknown or new adventures in our own backyard. Okay, was haben wir denn? Wollen wir irgendwas erweitern? Ich hab's ganz gern, dass wir erstmal alles freischalten wahrscheinlich. Dirt Racing, boah. Ähnlich wie Stadtrennen in engen Städten. Nicht so ganz mein Fall, aber wenigstens noch cooler. Ist auch in Ordnung. Street Racing. Die erste. Mach mal Street Racing. You want to set up a new Street Racing outpost, eh? Let's say I know a guy in Guanajuato. Ja, schön. Das ist wahrscheinlich mitunter das Rennen in engen Straßen, aber wie gesagt. Ist in Ordnung, macht ja auch Spaß, wenn man es nicht übertreibt. Why don't I hook you up with Ramiro and the extremely mysterious unknown racer who runs meetups in Guanajuato? Gut, aber jetzt machen wir zuerst tatsächlich mal ein normales Rennen zur Abwechslung. Bin ich denn? Da bin ich. Nee, das ist mein Ziel. Ich bin am anderen Ende der Karte hier. Nicht blöd? Ich bin ein bisschen blöd. Okay, hier sind wir. Das ist das nächste Rennen. Das machen wir auch. Ah, diese Raser auf der falschen Seite der Straße. In 400 Meters, you will arrive at your destination.
Und dann werden wir endlich den Bronco los. Ist zwar kein schlechtes Auto, aber auch nicht das Beste. You have arrived at your destination. Solo, das klingt richtig in trocknen. Der Taycan ist verfügbar. Auf jeden Fall den. Ist, glaube ich, sogar elektrisch. Hört sich auf jeden Fall gut an. Zumindest das, was man davon hört. Und fährt sich echt stabil, Bruder. Ja, er fährt sich stabil. Er fährt stabil. So, an die Einstellungen denken. Okay, das passt. Die Fahrlinie bleibt an, aber Rewind können wir ausmachen. So, gespeichert. Macht's vielleicht nochmal einen Tick komplizierter für mich, die Nerven zu behalten. Weil ich nicht jederzeit die Option habe, Fehler wieder gut zu machen. Okay, auch nicht rundenbasiert, das sind die Street Races, glaub nie. Entschuldigung. Aber ich war vorne beim Kurven Apex. Da hätte er bremsen müssen. Für alles kann man mir auch nicht die Schuld geben. Alter, legt der vor. Ja. Eine schöne Lackierung. Jetzt haben wir ihn ein bisschen eingeholt. Und jetzt haben wir ihn auch noch angeschubt. Das wollte ich natürlich nicht. Scheiße. Verzeihung für die Sprache, aber das war nicht wie geplant. Aber jetzt haben wir ihn. Okay, ging ja eigentlich dann doch ganz gut. Darf nur keinen Fehler machen. Ist ja gut. Der klingt wieder so aggressiv hinter mir. Das... Die Kurve habe ich aber nicht so genommen, wie man sie nehmen sollte. Turn around when it is safe to do so. Hey, das war knapp ohne Rückblende. Warum mache ich denn sowas? Nein, mein Navigationssystem, ich will jetzt nicht umdrehen. Dankeschön. Das hätten sie im Rennen auch deaktivieren können. Komm schon. Hals auf der Straße. Oh Gott, der ist ganz nah dran. Gut. Jetzt haben wir ihn. Nur nicht gegen eins dieser schönen Häuser fahren. Ei, ein bisschen Schönheitsfehler hat das Auto jetzt nach dem Rennen schon. Hey Slipstream, this is the Horizon Tour. It's the place to meet up with friends, sit back and, well, tour across Mexico. You should check it out when you have the time. Okay, so, die Karte wird voller. Wo sind wir denn gerade geparkt? Da sind wir geparkt. Und hier gibt es das kostenlose Haus, dann holen wir das doch. Es lädt. Jetzt. Ist ja nicht weit entfernt. Liegt auf dem Weg. You have arrived at your destination. Schönes Haus am Strand. Warum nicht? Es pequeño, but it's right in the heart of one of the most beautiful villages in Mexico. Right by the east coast too. You're gonna love it. Ja, schöne Gegend hier. Und anscheinend habe ich das Willkommenspack. Das Willkommenspaket. Oder das Willkommenpack. Deswegen ist das kostenlos. You'll want to get a broom for all that sand. Der Sand ist überall. Da muss man auch überall durchfegen. Ja, warum nicht? Ich will am Strand wohnen. Für jetzt. Gut, dann fahren wir wieder. Abgesehen, da ist ein Rennen ganz in der Nähe.
können wir ja gleich abhaken. Da ist es ja. Geradeaus. Nehmen wir mal hier die Nebenstraße. Können wir auch aufdecken. Nur das nächste Peeber. Das ist wichtiger als das Rennen. Wo ist es denn? Aha, Level 9. So, irgendwo hier versteckt sich. Das ist coole Zeichnung. Nicht Zeichnung. Art Piece. Wandart. Wie auch immer. Hat was. Gefällt mir besser als nur so Schmierereien. Obwohl. If Horizon's official events don't satisfy you, then it's time to make your own. Introducing Event Lab. Okay. Was ist es? Jetzt ist das. Das ist von jemand anderem. Gut, das ist das Rennen. Was nehmen wir denn da? Sieht alles so gut aus, aber wir nehmen mal den BMW. Ui, der BMW ist aber schnell. Ah, der Porsche ist auch recommended. Nehmen wir den BMW. Bisschen Abwechslung muss sein. Was wollte ich eigentlich gerade noch sagen, als ich mich unterbrechen habe lassen? Keine Ahnung. Start Race Event. Weiter geht's. Ah, da sind jetzt Fotos drauf. Das heißt, am Anfang vom Rennen wieder im Fotomodus, dass wir auch die schönen Autos abhaken können. Ja, wunderbar hat das geklappt. So soll das sein. Okay. Und das hinter uns auch noch was? Ja. Gut. Nur noch 753 weitere, falls ich mich dann nicht verrechnet habe. So, dann voll auf dem Gas und weiter geht's. Das ist ganz praktisch, wenn man das am Anfang vom Rennen macht. Da ist noch nichts verloren. Nochmal als Erinnerung, ich habe keine Flashbacks. Wenn ich es versau, dann müssen wir neu starten. Verzeihung für das Geräusch. Oh, der hat noch gezählt. Alter. Fahrt mal nicht so schnell. Ah, leck mich. Jo, start mal einmal neu, was? Und dann fahren wir ein bisschen besser. Wenn ich zu oft neu starten muss, muss ich das Ding wieder anmachen. Das Replay. Sonst dauert es ja viel zu lang. Oh, schon ein schnelleres Rennen. Gut, letzter Restart, ansonsten muss ich es tatsächlich anmachen. Will hier nicht morgen noch sitzen mit dem Rennen. Weiß, es war meine Schuld, muss halt sauber fahren, aber ich will auch gewinnen und irgendwie passt das nicht zusammen. Also ich fahre jetzt sauber und versuche zu gewinnen. Ich gebe mir zumindest Mühe. Ich muss ja nicht komplett bei jedem Checkpoint alles riskieren. Was habe ich gesagt mit alles riskieren? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Schon. Ja, okay, das war die erste Runde.
zwei haben wir ja noch. Und der erste ist noch nicht komplett aus dem Bild. So. Das war doch mal ein okayes Überholmanöver. Schauen wir das mal hier nicht so viel Zeit liegen lassen. Indem ich in die Wand pralle oder ähnliches. Ich habe das Gefühl, ich bin einfach zu langsam. Obwohl ich mir schon relativ schnell vorkomme für die Art der Strecke. Müssen die anderen mich mal bremsen oder mal kurz Boxenstopp machen, dass wir dran vorbeikommen? Nein! Ja, nur ein bisschen gestreift, das hat mich so viel Zeit gekostet. Komm schon, noch drei Autos. Das sollte ja irgendwie machbar sein. Ich bin gerade hoch fokussiert. Nicht bremsen, du Esel. Eieieiei. Alter, der hat auch noch gezählt. Oh, hätte nicht gedacht, dass wir den ersten noch kriegen. So, jetzt müssen wir aber vorne bleiben und vor allem keinen Fehler machen. Also zumindest nicht an den Checkpoints vorbei, weil sonst ist gelaufen. Oh. Das war intensiver als gedacht. Erstmal durchschnaufen. Hey Slipstream, I know you're busy, but I have festival facilities way over capacity. So if you wanted to push for that next big expansion, that would be very helpful. I'm starting to get the feeling that if I call you after every road race win, you will get tired of me very fast. Okay, dann sollten wir mal die... Okay. Wenn hier das schon aufblinkt, claimen wir erstmal die Accolades. Wo sind die? Da. You're making incredible progress and everything is reflected here. Why don't you have a look around and decide what you want to do next? Jump to reward. If you want, you can pin any of these challenges to your dashboard to track your progress. Ich werde nicht mehr. Eine Black Square Watch. Die will ich haben. Und ein Fair Lady Z Nissan. Warum auch immer, hier damit. So, wir haben noch ein Reward. Mono Bug. Alles klar. Und ein Adventurer-Set. Der ist Legendary. Den müssen wir natürlich aufsetzen. So. Okay, Donut Media, Yellow Cap. Alles klar. Donut Media, Beep Beep. Okay, neue Hupe. Müssen wir auch ausprobieren. Haben wir noch Rewards? Ja, natürlich. Einen alten Chevrolet, der sieht aber eigentlich ganz cool aus. Ich mag so rustikale alte Oldtimer eigentlich. Je nachdem, manche überhaupt nicht, also. Oh, shiny, neue Sprechblasenoption. Und jetzt gehört sie uns und nur uns allein. So, noch mehr Rewards, ist ja cool. Ein Wheelspin. Das geht dann richtig auf mein Glücksspielinstinkt. Das finde ich immer ganz nett. Vor allem, wenn es kein Echtgeld kostet. Okay, das sind die drei neuen Autos. Was sind denn die Badges? Okay, wir haben eine Badge, wo 43 draufsteht. Wunderbar, was will man mehr? So, Car Collection. Gehen wir mal rein. Jo, nichts Neues hier drin, das kennen wir alles schon. Die 2000 XP kannte ich noch nicht, aber jetzt haben wir die auch. My Horizon. Wir haben Super Wheelspin. Mach mal erstmal die normalen. Und... Geld oder legendäre Sachen? Geld oder legendäre Sachen? Mehr Geld. Mehr Geld. Na gut. Für 5000 stehe ich nicht mal auf.
kommen schon zwei legendäre Items und wir kriegen 15.000 Euro. Ah, das hat sich bis jetzt nicht gelohnt. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, da sage ich nicht nein. Ich habe nichts gesagt. Wheelspins sind so. Die 100.000 hätte ich aufgenommen. Komm schon, komm schon. Oh. Na gut, man kann nicht alles haben, aber das war schon ziemlich gut. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein. Nein. Na gut. Wir haben ja noch einen super Wheelspin. Three big spins, three big prizes. This is a super wheel spin. Let's test it out. Kann ich nochmal wiederholen? Weil das war jetzt auf keiner Ebene gut. Oh, wir haben ein Message Center. Aha, ja, okay. Hier werden Messages angezeigt. Wir haben Gift, also zu Deutsch Gift oder Geschenk. Interessant. So, ich habe gesagt, wir ziehen den Cowboy-Hut an. Dann machen wir das doch. Kann ich das hier drin machen? Glaub, dazu muss ich in meinen Unterschlupf kriechen. Online, online wird es nicht sein. Was ist denn hier? Carpix. Okay. Okay, die erkenne ich alle wieder tatsächlich. Anscheinend gehört mir das auch. Das ist neu. Das ist neu. Ja, der grüne, ist das ein Lambo? Sieht echt gut aus im Vordergrund. Okay. Werde mich nicht davon beeinflussen lassen. Da ist unser Haus. Können die Straße hier gleich noch uncovern. Entschuldigung. So, einmal ins Haus. Dann können wir ja unser Kleid anziehen und vor allem den Sombrero. Glaub aber nicht, dass das Kleid uns arg stehen wird. So, wo, wo? Einen Moment. Customize Character. Ja, das ist deutlich. Das sind wir. Check out your wardrobe. Pretty cool, no? You can keep your clothes in here and get changed whenever you're home. I hear you're the most stylish driver at the festival, eh? Ich glaube nicht, wenn ich so auftauche. Okay. Sind doch eben kein Kleidtyp. Oh, Schuhe. Oh. Doch. Achso, das war der Silver Space Film. Durch irgendein DLC haben wir das. Aber ich will den Cowboy-Hut. Ja, damit wir uns nicht anstecken und vor allem wichtige andere nicht anstecken. Was haben wir denn? Ja, das ist auch nicht. Das gefällt mir eigentlich. Dia de Muertos. Den hört man auch. Wie gesagt, ich glaube, wir sind nicht wirklich in Kleidstimmung. Kann man das auch ohne die Maske haben? Finde die ein bisschen too much. Das Outfit finde ich cool. Ist egal. Oh, da gibt es ja einige. Ja, das ist mein Style. So sitze ich gerade auch vor dem PC. Okay, die sind alle nicht freigeschaltet. Schauen wir trotzdem. Gift Reaper. Ne, Grid Reapers. Finde ich eigentlich ganz, ganz cool. Vielleicht nicht das. Ist schon eher. Ja. Na gut, die können wir noch nicht. Okay. Ja gut, wir sind eingekleidet. Name passt, glaub noch. Wollte ich noch irgendwas einstellen? Ich glaube nicht. Dann würde ich aber sagen, dann mache ich mal Cut. Cut, Cut, Cut.